Willkommen! City of Gangsters, neues Aufbaustrategiespiel, das erscheinen soll im Sommer 2021. Ihr seid bei WB, Writing Bull. Liebe Grüße an die Leute auf Twitch, die gerade dabei sind, Mitte März 2021 bei einem Preview-Stream einer Alpha-Version des Spieles, aufgezeichnet live für die Zuschauer auf YouTube. Ich zeige immer ganz viel und gerne kommende und aktuelle Strategiespiele, gerne Aufbauspiele und furchtbar gerne rundenbasierte. Ja, das ist eins, ein rundenbasiertes Aufbaustrategiespiel in einer Mafia-Welt. Wir spielen das Jahr, wir erleben das Jahr 1920 in den USA. Es ist das Zeitalter der Prohibition. Schnaps war verboten. Alkohol. Kein Alu trinken, kein Alu leerstellen, nichts damit. Stattdessen gab es Flüsterkneipen, die sogenannten Speakeasies, wo die Leute sich heimlich an die Binde kippen durften. Und das war damals das goldene Zeitalter der organisierten Kriminalität, denn mit allen Dingen, die verboten sind, kann man die besten Geschäfte machen. Die beste Möglichkeit, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, einfach die Sachen legalisieren. Drogen legalisieren, andere Sachen legalisieren. Schon wird der Sumpf ausgetrocknet, wobei ich nicht dazu aufrufen möchte, bitte mich nicht missverstehen, dass Mord legalisiert werden möchte. Dann hättet ihr mich ein kleines bisschen missverstanden. Wir spielen City of Gangsters. Achtung, Disclaimer. Dieses Spiel entspricht nicht der Reese-Version. Die kommt erst raus, wie gesagt, im Sommer. Und dann wird das Spiel auch auf Deutsch sein. Das hier ist noch auf Englisch. Das ist noch nicht in dem Balancing von später. Noch nicht in dem Funktionsumfang. Es können Bugs drin sein. Pipapo. Alpha-Version, nicht Beta, nicht Release. Fertiges Spiel auf Deutsch. Fertiges Spiel werdet ihr hier drunter dann nachher auch auf YouTube einen Link finden. Der wird euch mit größter Wahrscheinlichkeit führen auf eine Seite von Games Planet. Das ist ein Shop, der kooperiert mit dem Publisher, mit Casedo. Der kommt aus England. Das ist eine Tochter von Calypso Media. Und ich kooperiere wiederum mit Games Planet und die mit Casedo. Und man kann oft über einen Community-Gutscheincode, den ich mir hole bei Games Planet, zeitweilig das Spiel billiger kaufen, rund ums Release. Ich mutmaße mal, dass das hier auch der Fall sein wird. Nachdem, wenn ihr euch das anschaut, einfach hier drunter mal in die Textbeschreibung gucken, Link suchen und Gutscheincode und dann eventuell Geld sparen, ohne die Entwickler zu bescheißen. Wir spielen City of Gangsters. Willkommen, viele Leute auf Twitch, um die 400, und bin mal gespannt, ob euch das auf YouTube auch interessiert. Dieses Spiel spielt es im Jahr 1920, und wir klicken mal auf New Game, und es spielt auf Zufallskarten. Rundenbasiert und Zufallskarten, hat man schon echt so ein richtiges Feeling wie bei einem richtigen Strategiespiel, wie, was weiß ich, halt diesen, wo man nicht weiß, welche Welt einen halt erwartet. Das könnten wir jetzt auswürfeln, und das mache ich jetzt aber nicht, weil die Entwickler mir gesagt haben, Mensch, wir haben eine Karte richtig stabil hinbekommen, mit gutem Balancing und mit einem Einstieg, der nicht zu schwer ist. Nimm die, die haben wir für dich vorbereitet, und die nehme ich auch. Dafür trage ich jetzt folgende geheimnisvolle Zahl hier ein, manuell. Und zwar die Zahl, ich gucke auf meinen Spickzettel, 789. Und jetzt starte ich mit Heinrich Schulz, einem deutschen Mann in Chicago, und wünsche euch viel Vergnügen. Es dauert eine Weile, bis die Karte generiert wird, nicht erschrecken. Die Performance ist in dieser frühen Phase der Entwicklung noch nicht so gut. Das ist bei Spielen aber ganz normal. Und wie gesagt, später gibt es das dann auch noch auf Deutsch. Sind wir gleich drin. Das sind wir. Es wird später im Spiel ein Tutorial geben, das euch durch die ersten Schritte durchführt, ein In-Game-Tutorial. Das wird es in Kürze auch schon geben in einer Beta-Version. Ich habe mir eine ganz frühe Version geben lassen und stattdessen einen x-Seiten-langes PDF-Dokument. Das habe ich durchgeackert, habe es aber noch nicht komplett durchgespielt. Den Anfang, das habe ich schon mal gesehen, da kommen wir schnell durch, und irgendwann müssen wir ein bisschen so rumtüfteln an den Strategien. Das heißt, ich habe mir so viel angeschaut vom Spiel, dass ich euch erklären kann, wie es funktioniert, aber noch nicht so viel angeschaut, dass für mich die Spannung raus wäre. Ja? Das wollen wir ein bisschen rumtüfteln. Also später gibt es ein Tutorial, und dann müsst ihr die Dinge euch, dann kommt ihr angeleitet durch die ersten Spielminuten hindurch durch das Spiel. Was ihr seht in der Karte, rein und rauszoomen, Karte kann man auch drehen mit dem mittleren Mausrad. Fork of War, ganz viele Fork of War, und wir kontrollieren einzelne Regionen. Und das ist die Schulz-Gang, die wir haben werden. Jawohl, die Schulz-Gang, die ganz klein beginnt mit Heinrich Schulz am 1. Juni 1920. Merkt euch den Namen. Al Capone ist nichts gegen Heinrich Schulz.
einem deutschen Einwanderer. Wir werden gleich anderen Gangsterbossen begegnen, die dasselbe vorhaben wie wir. Wir wollen Gebäude kontrollieren, wir wollen illegalen Schnaps verticken, wir wollen illegales, was weiß ich alles, an Spirituosen verticken. Es gibt viele Güter, viel, viel mehr übrigens auch als bei einem anderen Mafia-Strategiespiel, das vor ein paar Monaten rausgekommen ist, Empire of Sin von Paradox. Paradox gilt eigentlich als der Strategie-Gigant mit super komplizierten Spielen, hat aber bei Empire of Sin eher enttäuscht, weil das Spiel mittelmäßig komplex war vom Wirtschaftspart her, aber das hat kaum eine Rolle gespielt, diese Komplexitäten dafür, das eigene Spielerlebnis, das war nicht gut verzahnt mit dem Rest vom Gameplay. Das Spiel hier ist deutlich komplexer als Empire of Sin, obwohl es nicht bei so einem riesen Strategie-Publisher rausgekommen ist und obwohl da weniger Entwickler dahinter stecken und weniger Geld dahinter auch steckt. Aber wenn ihr euch mal alleine mal mit mir einen Blick werfen wollt auf die wahren Typen im Spiel, schaut mal hier oben links, das sind richtig viele, das sind die illegalen Alkohole, die es später im Spiel gibt, also Wein und Cidre, also und handgemachtes, handgebrautes Bier und harter Schnaps und die Zutaten wiederum dafür. Man braucht Apfelsaft und Fässer und Flaschen und Maissirup und was es alles gibt. Und es gibt noch Waffen im Spiel, die man sich holen kann, Baseballschläger und Totschläger, also wie heißt die nochmal, diese Brecheisen, genau, Brecheisen und Taschenmesser, die kann man sich holen. Das Ziel bei uns ist das gleiche Ziel wie bei den Konkurrenten bei uns. Klein anfangen, expandieren, irgendwann Angestellte sich holen, Ecken übernehmen. Die Karte ist unterteilt in solche Ecken, guck mal hier. Diese Ecke hier, die kontrollieren wir. Mit einer Person kontrollieren wir hier diese Ecke. Entschuldigt bitte. Mit einer Person kontrollieren wir diese Ecke hier. Wir können weiter rüberfahren mit unserem PKW zu anderen Ecken. Und das alles, diese Punkte hier, das sind andere Geschäfte. Teilweise wissen wir schon, was da läuft. Wir können drauf klicken und die Leute kennenlernen. Teilweise gibt es da noch Fragezeichen. Da müssen wir mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Und wir können denen dann Dinge verkaufen, illegalen Schnaps. Wir können auch vor Ort zum Beispiel auch Vorposten errichten, wir können Leute erpressen, Schutzgeld erpressen, die dann ihre Schutzgeldumschläge bringen zu den Standorten, die an anderen Stadtvierteln oder Kreuzungen haben werden. Wir können unser Einflussgebiet vergrößern und die Hauptressource im Spiel sind gute Beziehungen, Connections. Man muss Leute kennen, im Ernst. Und man muss ein Netz haben von Gefälligkeiten. Die virtuelle Ressource Gefallen, die hier nirgendwo auf der großen Karte zu sehen ist, ist die Schlüsselressource fürs ganze Spielen. Es geht um Gefallen. Das Spiel ist im Runden aufgeteilt, ich glaube in Wochen. Jetzt ist der 1. Juni 1920 und unsere Figur hat, schaut mal bitte rechts oben, Aktionspunkte und Bewegungspunkte. In dem Fall 10 Bewegungspunkte pro Runde und 4 Aktionspunkte. Mit Aktionspunkten kann man Geschäfte betreten, Geschäfte abschließen. Mit Bewegungspunkten fährt man mit seinem PKW in eine andere Region rein. Und es gibt noch Overlays im Bildschirm, wo man sich so Dinge anzeigen lassen kann. Polizei gibt es auch noch. Man muss aufpassen, wenn man zu viel illegale Geschäfte macht, dann kann es sein, dass die Hitze, die Gefährlichkeit, das Risiko ansteigt. Da muss man gucken, dass man vielleicht die Bullen schmiert und andere Aktionen durchführt. Die ersten Schritte, wir halten erstmal Ausschau. Wir haben ein Startkapital, ein potenzielles Startkapital. Wir haben nicht ein paar Güter. Daraus können wir Geld machen. Unser eigentliches Startkapital ist nämlich mickrig. Das sind oben in der Mitte zu sehen $150. Das ist fast nichts. Da kann man noch gar nichts draus machen. Was wir jetzt machen gehen, wir haben einen Laden mit einem guten Bekannten. Und der hat für uns ein paar Vorräte und die können wir verticken. Der ist hier vorne. Das ist Andrews. Und da wir auf dieser Kreuzung hier stehen, können wir direkt mit ihm interagieren und aber verbrauchen wir gleich unsere Aktionspunkte. Das ist das erste Gebäude, das wir kontrollieren. Andrews. Und das ist der Besitzer Andrew Müller, also Andreas Müller, unser Onkel. Der hält zu uns zusammen, denn Blut ist dicker als Wasser. Und dann seht ihr hier 5 Reiter. Diese Reiter gibt es in ähnlicher Form, manchmal sind es auch weniger Reiter bei jedem Gebäude. Und über die kann man Daten abfragen oder Aktionen durchführen. Das ist erstmal hier, das ist Andrew. Dann schauen wir uns an, was es für ein Geschäft ist. Das ist ein Friseur, ein Barbier. Da wird rasiert und frisiert. Das ist natürlich ein Deckunternehmen. In Wahrheit kann man ja Alkohol
sich holen. Später kann man dann in der, im Keller vielleicht eine illegale Schnapsdestillerie einrichten und so weiter. Das ist ein scheinbar legales Geschäft, ein Barbershop. Und er produziert 15 Alkohol pro, also im Keller wahrscheinlich, 15 Alkohol, also das ist ein Grundbestandteil, den man verfeinern kann. Allgemeinen neutralen Alkohol. Da kann man alles, da kann man halt richtigen Alkohol draus herstellen, Schnaps und was weiß ich alles. Und das halt alle 20 Tage, das entspricht 4 Runden. Das heißt, eine Runde entspricht 5 Tagen und nicht einer Woche, wie ich eben gesagt habe. Und das produzieren wir regelmäßig. Wir können später noch Manager hier einstellen, die Vorteile geben. Wir können ja noch weitere Leute uns holen in unsere Gang. Dadurch wird das dann besser laufen. Wir können auch Upgrades, da sitze ich gerade vor, guck mal hier. Da können wir noch Upgrades uns dazu holen und so weiter. Ja? Das hier ist das Wichtigste zum Start. Das ist das Vorratslager. Und wir haben hier $50. Die sind hier im Vorratslager. Ich würde mal sagen, die holen wir uns schon mal gleich, damit wir mehr haben. An 15 Trauben, ich glaube, das ist Traubenweine, Traubenwein, Portionen, Flaschen, Kisten, keine Ahnung. 15 harten Apfelschnaps, 4 Holzeinheiten, 55 Hardcore-illegalen Schnaps, Moonshine, das ist unser Markenzeichen, Moonshine, Deckname und darunter noch 15 von diesen neutralen Alkoholflaschen. Und wir haben um die Ecke ein Auto stehen. Und ich würde vorschlagen, wenn euch das recht ist, dass wir das Auto voll machen mit dem guten Zeug und da mal gucken gehen, was wir wem anregen können. Ja? Wir müssen ja zu Geld kommen. Das heißt, wir gehen rein und klicken unser Auto an. Das steht ja direkt auf der Ecke. Und ich weiß das, wir nehmen schon alles an Geld mit, was wir brauchen hier. Alles. Das können wir einzeln klicken oder wir können alles auf einmal uns holen. Und dann laden wir Zeugs ein. Wir haben auch einen... ein Knüppel, einen Baseballschläger mit dabei. Dann überlegen wir uns, wir haben insgesamt gar nicht so viel Platz in einem Auto. 2% ist jetzt voll, denn der Knüppel und auch das Geld nehmen ja Platz weg. All die Geldscheine, das nimmt auch Platz weg. Und was wir gut verkaufen können, ist Moonshine. Das gibt das meiste Geld. Wir müssen allerdings erstmal Quellen finden, die uns das abkaufen. Und wir können Hard Cider verkaufen und den Traubenwein auch. Holz sollten wir eher behalten. Ob wir eine Quelle finden für Alkohol... Den neutralen Alkohol, das glaube ich nicht. Bevor wir das Auto voll machen, gucken wir erstmal, wer in der Nähe ist und uns vielleicht was abkaufen könnte. Das heißt, wir klicken erstmal auf Finish Loading. Ne, wir gehen noch nicht auf Finish Loading, wir gehen einmal gucken. Es könnte sein, dass es einen Aktionspunkt verbrät und davon haben wir nicht viele. Und gucken einmal auf die Geschäfte um die Ecke. Und ein paar kennen wir schon, da waren wir schon mal früher. Zwar hier in Another Drug Shop. Die schulden uns einen Gefallen. Hatte ich erwähnt, virtuelle Ressource, ganz wichtig. Und das hier ist Midtown Tobacco Co., ein Tabakladen, der auch unter der Hand noch andere Sachen verkauft. Schon uns auch einen Gefallen. Und das sind Geschäfte auf der anderen Seite. Nee, die sind noch nicht mal an unserer Ecke. Die Ecke haben wir im Augenblick erst. Ich habe in dem Tooltip, den die Entwickler uns, in dem PDF-Dokument, das die Entwickler mir gegeben haben, auch einen Tipp bekommen. Hierhin. Das wird uns richtig viel geben. Ich klicke da einmal drauf. Schaut mal da oben. Alle Leute in den Geschäften, wenn wir die kennen, die haben einen Beziehungsstatus uns gegenüber. Und der basiert auf Ereignissen. Ob wir jemanden, den die kennen, schlecht behandelt haben. Ob wir jemanden, den die kennen, gut behandelt haben. Ob wir vielleicht von derselben Ethnie sind. Ob wir Weiße sind. Ob wir eventuell Deutsche sind. Das ist auch ein Deutscher. Walter Böhm, ein deutscher Einwanderer. Das verbindet uns irgendwie miteinander. Der hat uns dann gleich lieber. Ist so, tut mir leid, Amerika 1920er Jahre ist so. Ich kann mal sagen, Gott sei Dank bin ich kein Schwarzer, dann hätte ich, glaube ich, Probleme. Und selbst wenn ich aus Italien wäre, hätte ich hier um die Ecke bei Walter Böhm, glaube ich, ein dickes Problem. Und es gab irgendwelche Ereignisse in der Vergangenheit, die stimmen Ihnen schon mal positiv. Wir können noch nicht mit ihm sprechen. Wir müssen erst mal hinfahren, um ihn herauszufinden, wie es mit ihm aussieht. Aber die Entwickler haben mir einen Tipp gegeben in dem PDF-Dokument. Der kauft uns den Moonshine-Schnaps ab. Da gehen wir einmal hin. Also da auf jeden Fall hin, aber das kostet uns Bewegungspunkte, dorthin zu fahren. Schritt Nummer 1. Wir bleiben erstmal vor Ort, denn das hier ist dieselbe Ecke. Da müssen wir noch nicht mal Bewegungspunkte ausgeben. Wir gehen einfach einmal gucken hier im Another Drug Shop, was die brauchen. Kirill Mikhailov, ein russischer Einwanderer, begrüßt uns. Der Eigentümer, der hat uns immerhin plus 20 lieb. Denn irgendwas ist vorher schon passiert in der Stadt, was uns miteinander verbindet.
Und das sind die Möglichkeiten, die wir mit dem machen können. Wir können einen Gefallen einfordern. Einen haben wir auf Vorrat. Oben wird auch erzählt, was man hier, was der uns abkaufen würde. Nämlich den Brick Wine und den Harz Cedar. Also die Sachen, die wir auch besitzen, die können wir hier verkaufen. Das ist günstig. Und dann gucken wir aber auch schon mal eins weiter. Hier, dieses Geschäft können wir auch gucken. Das ist alles dieselbe Ecke noch, was die uns verkaufen würden. Da fragen wir mal nach bei Polina. Die hat uns auch ganz gerne, was wir hier verkaufen können. Ja, natürlich. Ich bin bereit, dir irgendetwas abzukaufen. Am ersten brauche ich für meinen Markt Brickwine, Zigaretten und handgemachtes Bier. Hast du was davon? Ja, nicht alles. Ein Teil müssten wir noch herstellen oder uns aus krummen Wegen von woanders her besorgen. Aber im Prinzip ja. Zwischendurch ein Dankeschön an Thunfisch-Toni. 13. Mal abonniert auf Twitch. Ganz liebe Grüße an dich. 13. Monat schon. Danke. So, dann gehen wir hier mal gucken und die würden uns diese Dinge abkaufen. Wir schauen mal. Brickwine hätten wir. Haben es nicht auf dem Auto, aber könnten wir. Für welchen Preis? 15 pro Packung. 15 pro Packung. Wir könnten noch falschen, aber das geht im Prinzip. Da gucken wir einmal hier rein, was die Preise hier wären. Und die sind ebenfalls 15. Das heißt, das ist anders formuliert Pott wie Deckel. Und das andere verkaufen die uns, kauft uns auch noch ein. Das ist ja praktisch, direkt um die Ecke. Wir laden das Zeugs von dem Laden ins Auto ein, fahren es dann, ohne Bewegungspunkte auszugeben, um die Ecke weiter und verkaufen es da weiter. Das heißt, wir laden hier einmal ein, bitte. Laden den hier einmal komplett ein. Oh, entschuldigt bitte. Das laden wir ein. Und den Rest machen wir voll mit Mondscheinschnaps. Den kann man sich ja auch noch verkaufen. Ein bisschen bleibt übrig. Jetzt machen wir einmal zu. Achtung, Aktionspunkte. Wir haben 4. Mal gucken, ob uns das einen Aktionspunkt gekostet hat. Noch nicht. Gehen raus. Und jetzt wollen wir hier was verkaufen. Einmal bei ihr. Erstmal hier. Und verkaufen ihr den Wein. Für 15. Ja, ich habe zufälligerweise was bei mir im Auto. Wer hätte das gedacht? Ich habe ein bisschen bei mir in der Karre. Einmal verkaufen, bitte. Wir können noch anfangen, mit ihr zu falschen. Das mache ich aber noch nicht. Ich zeige euch gleich, warum. Moonshine, richtiger Hinweis von Jim Rayner im Chat, ist umgangssprachlich, hat sich so ein bisschen eingebürgert, halt der Begriff für schwarz gebrannten, harten Schnaps halt. Ne? Und wir verkaufen ihr nicht. Sie würde uns wie viel abkaufen? 26 würde sie uns abkaufen. Das können wir alles komplett verkaufen. Wir verkaufen ihr aber nicht alle. Wir verkaufen ihr von dem, was wir haben, 14. 14 für diesen Preis. Erstmal 14, einmal verkaufen. Bekommen 210. Dann habe ich plötzlich einen Anfall von Großzügigkeit. Ich sage, Polina, ich weiß, du hast bis knapper Kasse. Ich hätte da was, eine Möglichkeit. Lass uns doch erstmal übers Geld reden. Lass uns über das Geld reden, Polina. Was meinst du? Einmal übers Geld reden. Ich bin bereit, dir einen Rabatt zu geben. 20% billiger. Achtung, eingefallen haben wir im Augenblick. 20% billiger. Wir können auch mehr Geld verlangen, dann würde uns das eingefallen kosten. Oder den Durchschnittspreis. Und wir reden mal über einen Gefallen. Zack, haben wir 2 Gefallen. Trinken wir wieder hin und verkaufen ihr. Ich habe zufälligerweise noch Schnaps immer noch da. Einen da. Verkaufen ihr Nummer 1. Ich glaube, ich muss mich mal eins weiter nach rechts ziehen. Entschuldigt bitte. Ihr seht gar nicht gut, ne? Ist so besser? Ja, ne? Ich glaube, so ist besser. Und wir verkaufen jetzt die etwas billiger. Für nur 12. In einem Anfall von Großzügigkeit. Da haben wir einen weiteren Gefallen bei ihr. Das ist ja sehr gut. So, und jetzt könnten wir, machen wir noch nicht, aber wir könnten einen Gefallen ausgeben, also uns den holen, damit sie ihre Beziehung spielen lässt und mit jemand anders auf der Karte das Verhältnis verbessert. Aber das überlegen wir uns noch. Wir sagen erstmal, wir sehen dich später. Gehen wieder raus. 2 Aktionspunkte bleiben übrig. Das war der Nachteil bei dem Deal. Wir haben nicht nur einen Aktionspunkt verbraucht, sondern gleich 2. Wir haben einen Gefallen bekommen. Das sieht aus wie Cheaten.
ne, wenn man das so einzeln macht. Aber wir haben auch einen Aktionspunkt, hat uns das gekostet, und wir hatten nur 4 pro Runde. Insofern kann man machen, aber ist kein Cheaten, sondern hat auch Kosten. Aktionspunkte kosten, wenn man so Tricks macht. So, und jetzt machen wir dieselbe Aktion noch hier bei ihm. Auch eingefallen hier. Einmal den Cedar. Verkaufen ihm 7. 7 würde er nur kaufen. Wir verkaufen ihm 6. Mehr habe ich gerade nicht. Er bekommt die verkauft. Und jetzt sagen wir wieder: Ach, weißt du was? Lass uns nochmal drüber reden, über dieses Thema. Nur ein Aktionspunkt. Lass uns über die Kosten reden. Ich würde dir einen Rabatt geben, lieber Kirill. 2 gefallen. Jetzt haben wir leider keine Aktionspunkte mehr. Wir können nur noch fahren. Das ist der Nachteil bei der Geschichte. Jetzt fahren wir einmal rüber um die Ecke. Jetzt laden wir erstmal den Rest vom Mondschein ein. Das sollte eigentlich kein Geld kosten. Keine Aktionspunkte kosten, entschuldigt bitte. Laden ein, was wir haben von dem Mondschein. Ah, den kriegen wir eh nicht komplett verkauft. Nehmen mal 20 mit. Gehen raus und fahren damit rüber zu dem hier in diese Nachbarschaft hier. Das heißt, wir klicken ihn an, dann hat er so ein goldenes Symbol und dann werden uns die Kreuzungen angezeigt, wo wir hinfahren können, ja? Jetzt fahren wir einmal hier vorne um die Ecke hin, hier hin. Das war ja der Tipp von den Entwicklern, ihr erinnert euch. Einmal hier hinfahren, Rechtsklick. Jetzt düst er rüber, zack ist er da. Jetzt haben wir immer noch 8 Aktionspunkte, könnte man nichts mehr machen. 8 Bewegungspunkte, aber kein Aktionspunkt. Wir können ihn hier nicht mit dem sprechen. Wir können nichts machen. Wir können nichts verkaufen. Wir könnten mal eine Sache machen. Wir können Erkundung machen. Denn das Langfahren über die bereits erkundeten Straßen und Viertel, das kostet relativ wenig Aktionspunkte. Wenn man dann den Fog of War aufdecken möchte, den Kriegsnebel, das kostet richtig Punkte. Das kostet von einer Kreuzung zur nächsten 5. Und wir haben ja welche übrig. Wir haben noch 8. Die können wir gar nicht brauchen gerade. Deshalb fahren wir einmal hier einmal weiter in welche Richtung? Einmal hier weiter hin. Hier hin zum Beispiel. Jetzt haben wir nur noch 3. Und wir können nicht nochmal. Ja, hier können wir nicht vorsprechen. Ich vermute, das kostet Aktionspunkte hier zu checken, wer das ist. Wir fahren einmal wieder zurück. Das sollte jetzt nur 2 Punkte kosten, glaube ich. Einen sogar nur. Und jetzt sagen wir eine Runde weiter. Sind wir im 6. Juni angekommen. Es gibt 2 Events oben zu sehen. Event Nummer 1, Achtung! Wir haben einen Troublemaker getroffen. Jemand, der uns zu Ärger bereitet wird, nämlich die Johnson's Crew. Eine andere Gang. Da hinten ist die. Die haben ihr Hauptquartier direkt bei uns um die Ecke hier. Und der erste fährt hier vor. Hoffentlich will der uns unsere Ecke nicht abspenstig machen. Das wäre fies. Das wäre nicht schön. Das ist eine Event hier. Und das, wir haben eine neue Ressource kennengelernt. Das ist Mais-Sirup. Und jetzt noch ein kleiner Tipp, wie man das hier benutzen kann. In dem Resource Overlay. Wir wollen hier Moonshine verkaufen. Jetzt klicken wir da drauf und Achtung. Alle Plätze, wo man ihn verkaufen kann, werden uns angezeigt und der ist hier vor Ort. Wie gut, dass wir unser Auto vollgeladen hatten. So können wir alles der Reihe nach uns hier anzeigen lassen, wo es sonst noch was gibt. Das sind die 4 Aluhol-Typen, die es gibt. Und die erwirtschaften halt die ganze Zeit langsam immer mehr Bedarf wieder. Und dann später gibt es noch die ganzen Zutaten hier zu kaufen. Aber das hilft uns im Augenblick nicht weiter. Denn wir haben im Augenblick noch keinen Produktionsbetrieb. Mal hier mal vorsprechen. Mal gucken, was das hier gibt. 4 Aktionspunkte, 10 Bewegungspunkte. 2 gefallen, sind wir bei dem im Plus.
So, ich hätte was. Er kauft uns Hard Cider ab und Moonshine. Wieder den selbstgebrannten Schnaps und halt den Apfelschnaps. Verkaufen beides. Na, erstmal Moonshine verkaufen. Ich habe 20. Das lohnt sich richtig. $20. Und ich habe zufälligerweise mal wieder Moonshine bei mir in der Karre. Wer hätte das gedacht? Ihr wird verkauft. 18 wird er abkaufen. Das ist richtig viel. Und ihr ahnt, was passiert? Was mache ich? Also, er hat ja schon 2 gefallen. Ist schon eine ganze Menge. Ach, jetzt bin ich... Wisst ihr was? Jetzt lassen wir das sein mit dem Falschen. Weil immer dann, wenn wir ihm was verkaufen, dann steigen wir sowieso an. Wir verkaufen immer alles auf einmal. Das ist mir zu wenig Aktionspunkte sonst. So, dann verkaufen wir ihm, Achtung, wir haben nur noch 3. Noch was anderes. Haben wir noch den Salz, haben wir noch den Cidre? Ja. 3 gefallen sind's. Das war aber nicht genug für einen 4. gefallen. Das sind jetzt nur 3. Also hätten wir eine Riesenmenge verkauft, hätte er uns da einen Gefallen gegeben. Jetzt sind wir ein bisschen reich. Jetzt haben wir 909. Das ist etwas, aber das reicht noch nicht aus, um selber eine Produktion zu machen. Dafür ist noch ein bisschen wenig. Dann ist auch die Frage, wie operieren wir weiter? Wir haben noch ein paar Sachen hier vorne im Vorratslager. Nicht mehr viel. Wir haben noch 35 Moonshine, den ich wüsste gerne, wo wir den noch verkaufen können. Ne? Achtung, es gibt noch eine andere Sache hier. Und zwar das hier. Ein Operationsfenster. Hier können wir eine neue Operation starten. Hier können wir einrichten, dass hier Schnaps gebrannt wird beispielsweise. Das können wir machen, aber das sind die Details dafür. Wir können 4 verschiedene Operationen hier einrichten. Wir können im Hinterzimmer sowohl Moonshine-Schnaps herstellen, als auch Cidre, also Apfelschnaps, entschuldigt bitte, das ist kein deutscher Cidre, also auch das handgemachte Bier, als auch den Traubenwein. Und das sind die Details für die Produktion. Die entstehen nicht aus dem Nichts. Wir brauchen auf jeden Fall, damit innerhalb von 20 Tagen von 4 Spielrunden 25 Flaschen entstehen. 25 Flaschen, in die reingefüllt werden. Also Steinflaschen, die brauchen wir erstmal. Und von dem neutralen Alkohol 10. Das ist das geringere Problem. Das wird ja hier ständig erzeugt. Also das kriegen wir. Das ist genial. Weil wir brauchen erstmal eine Quelle für 25 Steinflaschen, ansonsten läuft der Operationsraum, ne, ja, ohne dass irgendwas passiert dabei. Der läuft einfach durch die ganze Zeit. Ne? Und wir brauchen natürlich noch eine Abnahmequelle, weil der eine Shop, den wir im Augenblick entdeckt haben, der kauft uns nicht 25, geteilt durch 4 Runden, 6 über den Daumen, 6 pro, doch würde er abkaufen. Der würde sie wahrscheinlich die, ich weiß nicht, wir können gleich mal gucken, eben 6 Flaschen pro Woche, pro 5 Tage abkaufen, könnte hinkommen. Und wir brauchen einmalig 4 Bretter, die haben wir. Und $1000, die haben wir nicht, um das einmal einzurichten. Das sind die Anschubkosten für diese Operation. Ja, $1000. Und wir brauchen erstmal eine sichere Flaschenquelle, Steinguttopfquelle, ansonsten machen wir ja gar nichts. Bauen ist nichts, können nur canceln. So, wie geht's denn weiter? Hier können wir noch die Ecke hier uns anschauen, die wir schon kontrollieren, die sieht so aus. Hier wird uns dann angezeigt, wie der Respekt vor Ort ist. Das ist unsere Gang, Schulz Outfit, und das ist die andere Crew, irgendwo in der Nähe. Und ja, genießt hier weniger Respekt als wir. Das ist diese hier. Oh, die ist ganz woanders. Die genießt bei uns ein bisschen Respekt, aha. Okay, und das sind wir hier. Und hier vorne ist im Augenblick noch egal. Okay, dann müssen wir noch auf die Polizei bei uns in dieser Ecke einen Blick werfen. Das ist Officer Paul Leblanc. Der läuft ja auch immer irgendwo in der Gegend rum, ein Streifenpolizist. Und im Augenblick ist es okay mit der Heat, mit der Hitze. Also wir haben noch nicht viel Verdacht geschürt. Keine Cops, die hier vorbeikommen, alles gut. Der wird auch von uns noch nicht geschmiert. Und das ist er hier. Den kann man auch anpingen, der muss ja irgendwo sein. Und das sind die Geschäfte, die es hier gibt. So. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt ist die Frage, was sind unsere nächsten Schritte? Wie kommen wir an $100?
Und wo kommen wir an Steinflaschen? Und dafür gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Erstmal gibt es überall auf der Karte noch weitere Plätze. Schaut mal hier, so Ortschaften, wo wir auch wo wir teilweise auch Quests bekommen können. Hier, die kommen wir, teilweise bekommen wir hier noch Gefallen aller Orten. Teilweise können auch Quests aufploppen für uns und andere Dinge. Den Laden, das ist ein Laden und das sind nicht Läden. Die grünen sind die Läden, denen wir Sachen verkaufen und abkaufen können. Und die anderen, nee, das sind zwei. Das sind die beiden hier, das ist ein Sammel. Ah, das sind die beiden für die ganze Kreuzung hier. Und die beiden gibt es an der Kreuzung hier. Und die beiden hier oben haben wir noch nicht kennengelernt. Den haben wir noch nicht identifiziert. Drei an der Kreuzung, zwei an der. Und in der Kreuzung hier nur einer. Jetzt die Frage, was ist unser nächster Schritt? Was machen wir als nächstes? Fahren wir ziellos in der Gegend rum? Versuchen wir Leute kennenzulernen? Oder, das können wir auch, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, nutzen wir unser Beziehungsgeflecht, um gezielt mit Leuten in Kontakt zu treten, die zum Beispiel im Augenblick mit uns noch gar nicht reden wollen. Es kann sein, dass wir Leute gleich kennenlernen, die sagen, hey, du willst mir was verkaufen, ich kenne dich nicht, ich kaufe nichts. Und dann nutzen wir das Beziehungsgeflecht, dann sagen wir, dann gehen wir zu anderen Leuten hin, die sagen, hör mal, du schuldest mir einen Gefallen, du kennst doch den da hinten auf der anderen Ecke. Ich will mit dem reden und ins Geschäft kommen, kannst du mich empfehlen? Und dann wird dann dafür gesorgt. Das Spiel ist recht komplex und gucken wir uns noch weiter an. Gegner aufmischen geht auch noch alles. Schutzgeld erpressen, alles drin. Kommt alles noch. Auf YouTube sage ich kurzer Break. Nächste Folge kommt die kurze Playlist oben in der Ecke. Auf Twitch machen wir weiter. Ja?